Ja, guten Morgen, Leute. Willkommen zum dritten Tag auf unserem Tauernradweg. Wir haben jetzt gerade noch gut gefrühstückt unten. War richtig gut. Das Zimmer hat uns 62 Euro gekostet. Ich habe gerade noch mal geguckt. Jetzt haben wir bloß gerade das Problem. Ich habe das schon bezahlt über das Booking.com und der unten meint, das wäre so noch nicht bezahlt. Jetzt müssen wir das noch abklären. Ich hoffe, die Nummer geht noch gut aus. Ich habe das nämlich mit PayPal schon bezahlt und das haben die nicht so richtig geschnallt da. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber nochmal zahlen will ich das Zimmer nicht. Ja, heute führt unser Weg uns weiter Richtung Salzburg. Aber jetzt müssen wir erstmal hier aus der Nummer rauskommen. Jetzt gehen wir mal wieder los. Also wir sind wieder auf Tour. Das mit dem Zimmer hat sich geklärt. Die Chefin hat es jetzt aufgeklärt. Wir stehen hier schon ewig vor der Schranke und jetzt fängt es langsam auch noch an mit Regnen. Das muss ja wirklich nicht sein bei so einer schönen Tour, oder? Eigentlich nicht, ne. Aber du könntest die Zeit jetzt nutzen vor der Schranke und deine Regenjacke anziehen, ha? Dann fahren wir jetzt halt mal beim kleinen Regenschauer Richtung Kuchel und Göllinger Wasserfälle. Wir hoffen immer noch, dass es gleich wieder aufhört. Ja, ja. Hier geht's jetzt links ab zu den Göllinger Wasserfällen in 500 Metern und da machen wir jetzt noch einen kleinen Abstecher und dann schauen wir uns die mal an. Ja, ihr seht selber, Zugang gesperrt. Wir gucken jetzt gleich ein bisschen da runter und dann fahren wir weiter auf unserem Weg. Allzu viel Zeit haben wir eh nicht. Wir haben ja eine Tour vor heute und nicht ein bisschen spazieren gehen hier. Also wir gucken geschwind rüber und dann geht's weiter. Ja, wir haben beschlossen, wir gehen jetzt nicht hoch. Es wäre zwar machbar und es hat uns auch keiner aufgehalten. Aber jetzt noch wandern. Jetzt machen wir Radtour. Wir haben gerade erst losgelegt und Wasserfälle hat es im Schwarzwald auch genug, das Wasser sieht eigentlich immer gleich aus. Oder? Also wir machen weiter. Ja, und wie gesagt, ich nehme ja die ganze Tour auf, die Daten. Hab's schon mal gesagt, auf meiner Webseite. Unten in der Infobox verlinkt, könnt ihr das alles nachfahren. Wegen mir mit dem Finger auf der Karte oder auch gerne mit dem Fahrrad. GPX-Datei kann man da runterladen. Alles kein Problem. Ihr kommt genau zu den gleichen Orten wie wir. Ihr könnt auch den Wasserfall hochwandern, wenn ihr wollt. Watzmann Hochkönig Mountainbike Runde wäre auch was für mich, aber das nur mit dem E-Bike. Okay, aber wir fahren ja schon wieder bergab. Einfach nur schön, die Sonne kommt raus. Naja, ein bisschen. Gehen wir weiter. Hier über die Brücke, über die Salzacht jetzt nach Kuchel gehen, lassen wir heute mal wieder rechts liegen und fahren geradeaus weiter Richtung Salzburg. Aber zuerst geht's mal Richtung Hallein. Jetzt nochmal ganz kurz zum Handyladen während der Fahrt. Ich habe das Chemo-Ladegerät
Habe ich euch schon öfters gezeigt und habe auch schon öfters gesagt, ich habe das Problem mit dem Durchschlagen. Wenn ich anfahre, wenn ich wieder anhalte, dass immer das Handy angeht, der Bildschirm. Brauche ich ja nicht, ich schalte nur ein, wenn ich die Route sehen will. Und ansonsten ist er aus. Jetzt hat mir jemand einen Tipp gegeben, ich soll zwei kleine Pufferakkus nehmen und soll die quasi dazwischen schalten. Immer von einem runterleben, mein Handy mitladen und der andere kann ich anschließen zum Laden ans Chemo. Und so habe ich es jetzt auch gemacht. Ich habe hier in meiner Tasche habe ich die zwei Pufferakkus fest eingebaut. Die habe ich bei Amazon gekauft, weiß nicht, 15 Euro oder 20 Euro, beide zusammen. Und die habe ich fest in die Tasche verbaut, habe die Kabel hingelegt, wie ich es brauche. Und ich muss sagen, das funktioniert jetzt recht gut. Ich zeige es euch dann mal. Ja, und jetzt sind wir schon der dritte Tag unterwegs und es funktioniert. Ich habe das Handy bisher nur mit dem geladen, mit den Pufferakkus und meinem Chemo mit dem Narbendynamo. Also bisher top. Ich hoffe, dass es weiterhin so funktioniert. Jetzt sehen wir hier schon mal die Anfänge von Hallein. Oh. Und von Auto. Das ist jetzt also Hallein, dann kann es bis Salzburg nicht mehr allzu weit sein. Nachdem wir jetzt hier in Hallein unser Mittagessen geholt haben und natürlich wieder ein bisschen Radler, verlassen wir die Stadt und haben noch 14 Kilometer bis Salzburg. Bis nach Salzburg fahren wir jetzt nur noch direkt an der Salzach entlang. Und hoffentlich schön eben, gell? Naja, was mir gerade einfällt, was wir heute noch gar nicht eingeblendet haben, ist ja die Karte, wie wir nach Salzburg gekommen sind. Wir sind nämlich jetzt gleich da. Das werden wir jetzt nachholen. Der Weg bis nach Salzburg und von Salzburg wieder zurück ins, glaube ich, Saalachtal. Nicht mehr Salzbach oder wie auch immer. Schauen wir dann, wenn es soweit ist. Aber ich zeige euch die Karte jetzt. Eigentlich wird es für uns jetzt bald links abgehen ins Saalachtal, aber wir wollen noch einen Abstecher zu der Burg hoch machen. Jetzt müssten wir dann irgendwann durch so einen Tunnel kommen. Und da müsste es dann irgendwie hochgehen zur Burg. Ich war hier noch nicht, muss ich selber erst ergründen. Ja, jetzt fahren wir hier durchs Siegmundstor, heißt es. Ich hoffe, es stimmt. So, hier endet vorerst unsere Radtour, aber nur kurz.
aber zur Brücke hoch geht es nur die Treppen. Das heißt, wir laufen jetzt mal ein Stückchen. Fahrräder haben wir ja abgeschlossen. Und natürlich sagen wir, gucken mal kurz zur Brücke hoch, aber nicht rein, oder? Ja. So machen wir es. Wir haben gerade festgestellt, dass wir den falschen Aufstieg gewählt haben, denn die Salzburg ist da drüben. Aber unser Ziel haben wir mit dem Ausblick über Salzburg erreicht und mit dem Panorama verabschieden wir uns jetzt erstmal von Salzburg. Aber nicht von euch. Genau. Wir fahren weiter an was? An was? Nicht an der Salzach, sondern an der Salach. Salach. Richtig. Alles klar. Wir gehen weiter. Jetzt sind wir gerade auf dem Salzburger Bäckerradweg und das macht natürlich Hunger. Deswegen hoffen wir, dass wir jetzt bald aus Salzburg rauskommen und ein schönes Plätzle wieder finden, wo wir Vesper machen können. Hier an dem See bei Salzburg machen wir jetzt doch noch Vesper, weil wir haben es jetzt auch schon halb eins bald. Ja, und ein Hüngerle hätten wir auch. Genau. Und ein Dürstle hätten wir auch. Und da haben wir Bänkle. Dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Ja? Ne, da vorne hat es ein Bänkle mit Mülleimer. Das ist noch besser. Da können wir unsere Thunfischdose reinschmeißen. Freunde, so arg viel gibt es glaube ich gerade nicht zu sagen. Wir haben unser Thunfisch hergerichtet, ihr habt es ja gesehen und das genießen wir jetzt in aller Ruhe. Jetzt sind wir wieder auf Tour, nachdem wir gerade gegessen haben. Und heute machen wir noch einen kleinen Abstecher nach Deutschland. So, gerade haben wir noch den Flughafen von Salzburg umfahren müssen. Und jetzt geht's weiter. Nämlich auf dem Stiegl-Radler-Weg. Der passt zumindest namentlich ja schon mal ganz gut. Jetzt sind wir in Viehhausen und seit einiger Zeit ist jetzt der Tauernradweg auch wieder ausgeschildert. Am Anfang in Salzburg war nichts. Da war ich froh, dass ich das Navi gehabt habe und die Route drauf. Aber jetzt seit einiger Zeit ist es wieder ausgeschildert. Kann man wieder die Schilder nachfahren und Akku sparen. Wir kommen den Bergen da wieder bedrohlich nahe. Ich denke mal, wir kommen bald in das Tal, wo wir dann hochfahren müssen wieder. So, wir kommen hier jetzt langsam nach Bad Reichenhall und überqueren da die Staatsgrenze nach Deutschland.
für eine kurze Zeit. Jetzt ist rum mit Bierdosen kaufen. Jetzt muss ich nämlich Pfand zahlen. Aber wir haben noch zwei Radler. Naja, fährt sich hier in Deutschland jetzt auch nicht unbedingt anders wie in Österreich. Schönes Panorama vor der Nase. Das gefällt mir. Wir sind jetzt gerade an so einer Bäckerei hier vorbeikommen und dann haben wir gesagt, jetzt lassen wir das mal mit dem Radler, das wird ja langsam blöd. Jetzt trinken wir mal einen Kaffee und essen ein süßes Stückchen dazu. Das seid ihr doch auch dafür, oder? Ja, jetzt müsste man langsam genug Kohlenhydrate für den Rest vom Weg haben. Aber scheinbar haben die anderen mehr, so wie sie vorbeiziehen. Da könnte er recht haben. Gerade fahren wir mitten durch Bad Reichenhall. Ja, und ich denke, jetzt müssten wir dann auch bald an die Saalach kommen. So sieht es auf alle Fälle auf dem Navi aus. Das ist nun also die Saalach und der werden wir nach oben folgen. Aber nicht da hoch. Da geht die Gondel hoch. Ja, und direkt nach der Stadt fahren wir zu so einem schmalen Schotterweg hier direkt an der Saalach entlang. Und jetzt geht's wieder sakrisch bergauf. Jetzt schwächle ich leer. Ich hoffe, wir haben jetzt das Tal erreicht, wo wir hin sollten. Sonst hätten wir irgendwo grundlegend was falsch gemacht und müssten rechts oder links hoch. Ja, wir müssen da hoffentlich zwischendurch genau geradeaus da durch diese hohle Gasse müssen sie kommen. Da gehen wir es an, ne? Ja. Schon fantastisch, wie der Radweg hier durch die Berge geht. Yoshi noch voll fit. Wir haben auch nicht mehr lang, wir haben schon 62 Kilometer. Das heißt, bald müssten wir ankommen. Hallo. Und zwar genau in 14,4 Kilometern sollten wir an der Pension vor der Tür stehen. Wie lange wir dazu noch brauchen, weiß ich nicht. Wir haben noch zwei Radler in der Tasche. Und auch wenn die Menschen hier nicht an uns denken und uns kein Bänkle hinstellen, hier war ein netter Biber unterwegs, der hat für uns ein Bänkle gebaut. Das zeige ich euch mal kurz und da können wir jetzt unser letztes Radler trinken für heute. Das letzte Radler für heute. We'll be right back.
So Freunde, Endspurt für heute. Die letzten 14 Kilometer. Mal schauen, wo wir heute übernachten. Ist auch immer so eine Sache. Weiß man vorher auch immer nicht, wo man ankommt und wie man ankommt. Rechts haben wir die Straße für die Autos. In der Mitte fließt die Saalach. Und hier links ist unser Radweg. Einfach nur schön. Ja, und wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Ist hier aber auch möglich und nötig. Vor unten haben wir jetzt immer so eine Berg- und Talfahrt, aber das ist kein Problem, weil wir dort unsere Pension haben. Haben wir das Gästehaus Ensinger in Unken erreicht. Unsere Bleibe für heute Nacht. Schauen wir mal, wie die aussieht. Ja, irgendwie haben wir unsere Probleme so mit den Zimmern. Camping ist doch einfacher. Die müssen morgen früh um 6:30 fort, haben uns nicht mehr erreicht, um das zu sagen. Und deswegen können wir da jetzt nicht hin. Aber sie haben woanders, nämlich da oben in so einem Bauernhof, guckt, dass wir da runterkommen. Ja, jetzt fahren wir halt mal da hoch und schauen, ob das klappt. Hey, hast du irgendwie... das nächste Mal nehmen wir das Zelt wieder mit. Irgendwie ist das einfacher. Grundsätzlich einfacher. Okay. Deswegen tut man vorher reservieren, gell? Dass es dann doch nicht klappt. Also da oben ist es. Hier sieht man es schon. Dieser Bauernhof da oben. Tun anscheinend auch Forellen züchten. Vielleicht kriegen wir dann heute noch eine Forelle. Joschi, magst du das überhaupt? Dann fahren wir heute halt doch noch mal 400 Meter weiter. Dann bringen wir es nämlich auch auf 76 Kilometer heute. Und da vor uns liegt es ja schon auf der linken Seite. Wir haben im Forellenladen gleich mal ein Bier zur Begrüßung bekommen. Das ist schon mal gut. Das passt. Ein Stiegel. Das passt auch. Ja, wir machen jetzt hier mal Urlaub auf dem Bauernhof. Ist aber wirklich sehr schick. Hier mit dem Joschi im Doppelbett mal wieder. Und wir haben das Zimmer Alpenrose, also es hat keine Nummer, sondern Alpenrose. Ich hoffe, dass wenn wir heute vom Essen kommen, dass wir das noch wissen, dass wir im Zimmer Alpenrose sind. So, und jetzt gehen wir erstmal duschen. Das müsste jetzt auch mal wieder sein. Jetzt fahren wir noch runter ins Dorf und schauen, ob wir da noch was zu essen bekommen. Ja, die nette Frau von der Pension, die hat uns ein paar Empfehlungen abgegeben. Und da schauen wir jetzt mal gleich nach der ersten. Das war die Metzgerei, gell? Ja. Da schauen wir mal hin. Es wird dem Horst gefallen. Hier gehen wir jetzt nämlich im Metzgerei-Imbiss essen. Und das um die Zeit. Genau. Durchgehend geöffnet. Heißt das die ganze Nacht? Thank you.
wieder auf dem Rückweg zu unserem Urlaub auf dem Bauernhof. Und der Tipp mit dem Metzgerimbiss war wirklich genial. Ich hatte ein falsches Cordon Bleu. Das heißt, das war Leberkäse, wie ein Cordon Bleu gemacht, mit Kartoffelsalat, genial. Was hattest du? Grillwürstel mit Pommes. Grillwürstel mit Pommes, sahen auch gut aus, war es auch gut. Ja, lecker, ordentliche Ladung. Und somit haben wir den Tag gut abgeschlossen. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß mit uns heute an diesem Tag. So meine Haare ein bisschen hier fort und immer die Glatze da. Ja, und morgen geht's weiter. Morgen fahren wir den Rest voll hoch an der, nicht an der Salzach, sondern an der Salach. An der, ja. Salach. An dem Bach. Fahren wir voll hoch, wieder bis Zell am See. Zell am See. Gott sei Dank habe ich den Joschi dabei. Also wir hoffen, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Und wir schwächeln jetzt ab. Wir gehen Urlaub auf dem Bauernhof machen. Hat aber einen Fernseher. Wir müssen keine Kühe melken. Wir schauen ein bisschen Fernsehen noch. Also, bis morgen und tschüss. Ciao.